Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Enshrouded Video. Dadurch, dass wir uns hier mit einem Trick den Weg bahnen konnten, konnten wir Early Game zur Nomadenanhöhe. Und jetzt möchte ich diese Ecke durchlooten. Wir haben hier sogar eine Quest, die heißt Befestigung. Hier, da gibt es die Burgmauersteinblöcke, die möchte ich gerne haben. Schauen wir mal. Machen wir mal einen Wegpunkt dahin. Auf dem Weg werden wir hier eine Basis zerstören, die habe ich gerade entdeckt. In der Hoffnung, dass wir ein nices Loot bekommen. Meine Waffe ist gleich kaputt. Oh nein, der weint! Der weint einfach. Der rennt weinend weg. Das sind meine Zähne. Okay, die sind ein bisschen gefährlicher, Achtung. Aber sterben auch relativ schnell. Gibt gute Erfahrungspunkte, 60 pro Kill. Und auch ein bisschen Loot. Plündern. Oh, Dietrich erhalten, nice. Was gibt es hier noch? Nichts oder was? Wie billig. Gar nichts. Komm schon, hier muss doch etwas sein. Auch wenn es nur klein ist. Ja, da vorne ist bestimmt etwas. Aha. Ich frage mich, ob es sich lohnt, mal einfach mal zu graben. Vielleicht findet man ja was. Was nehmen wir auf jeden Fall mit? Wenn ihr die Möglichkeit habt, nimmt Wasser mit. Oh. Der andere war schwächer als der andere. Aber die Hälfte an Erfahrungspunkten bekommen, oder? Ne, 33 Erfahrungspunkte gibt es pro Kill bei denen. Bronzebarren. Was sind wir noch? Nägel. Seltsam. Ein bisschen mehr wartet hier. Ich sag's wie es ist, aber da geht's runter. Und hoch geht's auch noch. Schauen wir uns das gleich an. Mal landen im tödlichen Miasma, das wär's. Das wär's, Leute. Aha. Oh, Fallen. Okay. So. Dann machen wir keine Späßchen. Boah, was ist denn hier los? Wo sind wir hier gelandet? Riesig. Tschüss. Wie gibt es Gescheites? Zack. Komm her. Zack. Wow! Wie der ausrastet. Boah, das ist riesig. Wohin gehen wir? Noch eine Stufe runter. Die Dinger droppen nix. Das sind 100 pro Steinblöcke, oder? Ein Jägerbogen. 25er. Ja, ich glaube, diese Sachen sind eh random, Leute. Also es hätte auch was Legendäres sein können. Lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen. Ich hätte aber gerne Steinblöcke oder so etwas gehabt. Was Episches. Was ist mit uns? Weiter mit der Quest. Ich bin gespannt, ob ich da überhaupt einfach so hingehen kann. Wollen wir gleich sehen. Oh, oh, Achtung, unten ist tödliches Miasma. Einmal runterfahren und ihr seid tot. Es sei denn, ihr seid schon Stufe 4 mit eurem Flammenaltar. Da
dann könnt ihr einfach rein, ohne dass euch etwas passiert. Was haben wir denn hier? Wessen Hütte ist das? Aha. Alter, wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe. Ist ein bisschen stärker, Leute. Level 18. Auf jeden Fall Heiltränke und so mitnehmen. Das war eine Falle, ne? Metallschrott, Fackel, nehmen wir mit. Eine Sekunde. Zack. Kein Weg raus. Hier gibt es aber zwei andere Wege. Geht's hoch? Hoch möchten wir noch nicht. Lass mal unten bleiben. Alter, was ist denn das? Wild. Oh Gott. Ha. Und schau. Also das Kampfsystem macht schon Bock. Hier gibt es ein Secret. Ich sehe schon gerade die Schalter. Aber wohin führen die Schalter? Hier rein? Oh, das ist eine legendäre Truhe. Und ein Heiltrank. Aktiviere das mal. Verwenden. Verwenden. Jawohl! Lehrlingszauberstab. Alter, endlich mal eine neue Fähigkeit. Eis. Boah, das wollte ich ja schon die ganze Zeit. Schaut euch das an. Ist auch noch besser. Also fast besser als meine Waffe. Wow. Benutzen wir. Geil. Ich wollte schon die ganze Zeit eine andere Fähigkeit haben. Ich habe ja die ganze Zeit Feuer freigeschaltet gehabt. Ihr Licht. Mal aktivieren, wir sind noch nicht fertig. Jetzt sind wir in einer Höhle gelandet. So, probieren wir mal unseren Stab. Okay, die widerstehen das. Dann mein Schwert. Aber ich kann dann zum Burgbeast gehen, weil ich glaube, das ist seine Schwäche. Wenn Feuerstand Widerstand ist, dann ist Eis bestimmt seine Schwäche. Nice. Noch einen Schritt weiter. Endlich können wir ihn. Also ich denke, dass wir den Ball besiegen können. Zack, 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 weg mit diesem Drecksack. Ey, wo sind wir gelandet? Sind wir von hier rein? Ah ja, genau, wir sind von hier und runtergefahren. Okay, 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 okay. Von hier sind wir gerade durch. Von hier kann man weiter. Und gleich ein Level up. Gute Ecke zum Looten. Okay, verstehe. Jetzt schauen wir noch einmal. Hier gab es mehrere Wege. Ey, das ist echt eine gute Ecke zum Looten. Ich überlege vielleicht hier XP zu farmen. Erstens, die Gegner sind easy. Wir sind hoch, wir können ja mal runter. Erstens, die Gegner sind easy. Zweitens, Loot ist mega. Und wir haben eine goldene Truhe. Also haben wir die Möglichkeit, vielleicht legendäre Waffen zu erhalten. Hier ist sogar noch eine silberne. Ritterstiefel. Nehmen wir mit. Sind die besser? Alter, die Stiefel sind sogar besser.
Ausdauer-Timeout-Minderung. Schaut euch das an. Können wir uns mal anschauen später. Gut, hier sind wir durch. Lass uns rausgehen. Ohne runterzufallen. Wir müssen irgendwie da hoch. Außen rumlaufen vielleicht? Okay, das bestätigt meine Aussage. Wenn Feuer die Schwäche ist, dann ist Eis immer Widerstand und umgekehrt. Oh. Die geben halt mehr Erfahrungspunkte als die Dinger, ne? Die Skelette. Oh. Wie geht's hoch? Einmal trinken. Einmal futtern. Nochmal futtern. Und weiter. Eigentlich meine Waffe wieder nehmen. Weil sonst die Schwäche von diesen komischen Tieren hier. Ja, wo sind wir hier? Sieht aus wie eine Mine. Ganz viele Hühner. Und normales Miasma. Jetzt kann ich hier einfach weiter. Da ist auch ein Höhleneingang rechts von mir. Jo, Level up. Sehr schön, Level 16 schon. Zwei Fähigkeitspunkte erhalten. Ne, wir haben zwei. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich noch vier sammeln, aber ich habe die wieder ausgegeben. Ist mir gerade wieder eingefallen. Oh. Ich glaube, das ist die Schwäche von denen. Probieren wir das mal. Ich will die besiegen. Die sind neu. Hier wieder stranden. Das heißt, dass Feuer die Schwäche von denen ist. Aber ich kann jetzt schlecht meine Waffe wechseln. Oh. Oh mein Gott. Die sind ja aggressiver als die Grünen. Come on. Wie viel Leben. Eigentlich kann man richtig gut ausweichen, weil man sieht immer, wenn die angreifen. Da hat man genug Zeit, um auszuweichen. Kann auch fast sogar normal weglaufen. So viel Zeit hat man. Schaut euch das an. Ja, okay, nicht ganz. Komm schon, stirb. Wie stark willst du sein? Die haben allgemein extrem viel Leben. Gebt euch das mal. Der hat keinen Bock zu sterben. Ja, komm schon. Was? Miasma sagt Ammoniakdrüse. Ich habe irgendwas Neues freigeschaltet. Säurebiss und mehr. Auch gut. Bergbauschacht. Neuer Ort kartiert. Was ist denn das? Alter! Hast du mich erschreckt? Ciao. Im Bett? Wir haben Zinnerz erhalten. Nice, endlich. Endlich. Dann kann man hier wahrscheinlich Zinn looten. Guck mal, große Truhe und so. Vorübergehend außer Kraft gesetzt. Leuchtenstand kann keine Waren für Reparatur mehr empfangen. Wir müssen das überfällige Paket vorerst behalten. Ich habe es auf der Kranplattform platziert. Bronzebarren und so weiter
Nice. Endlich. Zinnerz hat uns noch gefehlt gehabt. Jetzt haben wir es freigeschaltet. Boah, sind das so Riesenviecher. Piss dich. Okay, ich habe eine gute Range mit der Waffe. Was ist das? Ich bin doch nicht im Miasma. Was ist denn hier falsch gelaufen? Schaut euch das an, ich bin doch nicht im Miasma. Zerstören wir das mal. Irgendwo habe ich eine Truhe gesehen. Da. Wie kriege ich die? Einfach rüberspringen. Jetzt. Guck mal, Steinblock. Nice, da haben wir das schon. Geheime Bucktür bei Schreiner. Nice. Haben wir das schon mal freigeschaltet? Ich will mir das aber mal anschauen hier unten. Ich glaube, hier ist Zinn. Ich weiß nicht, wie Zinn aussieht, aber wir werden es bestimmt gleich sehen. Müsste auf jeden Fall Silber schimmern. Aber hier ist irgendwie alles Silber. Oh mein Gott, Alter, wie stark sind die bitte? Boah! Jetzt sind die wieder gefährlich geworden hier. Junge. Alter, 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 Alter. Droppt ihr was Neues? Nö. Immer noch so billig. Ich glaube, das ist nicht die richtige Waffe für die. Nehmen wir das andere wieder in die Hand. Dann geht's wieder schneller. So, zack. Ja, geht. Junge, Junge, Junge. Oh, wie viele es sind. Ciao. Was haben wir hier? Kann man kaputt hauen? Da hinten ist etwas. Habe ich noch ein Irrlicht? Yes. Zack. Oh, hier ist schon Zinnerz, glaube ich. Ich glaube, das ist es schon. Ja, Mann. Safe. Jawohl. Das gefällt mir. Dann mache ich mir hier mal ein Altar, damit ich hier Zinnerz looten kann. Sehr schön. So, weiter. Lass das mal hier ein bisschen looten. Gibt's bestimmt ein bisschen mehr. Unten ist tödliches Miasma, Leute. Ab hier geht's nicht mehr weiter für mich. Also für mich ist das hier wichtig. Zinnerz for free. Können wir damit neue Ausrüstung und so herstellen? Sehr schön. Das macht mich happy. Wir können hier oben nochmal schauen, ob hier etwas versteckt ist. Nö. Okay, dann ist es klar für mich. Hier ein Flammenaltar erstellen. Hier. Eine Sekunde. Am besten. Ja, hierhin so. Das passt schon. Handwerk. Nein, ich habe keinen Stein. Ist das Stein? Ja. Hä? Das ist doch kein Stein. Wieso dauert das so lange? Noch einmal. Hat es so lange gedauert mit dem Stein? So, einmal die 6. Nicht genügend freier Platz. Jetzt aber. Gut, jetzt können wir hierher teleportieren, um zu looten. Wir machen aber weiter. Ich möchte mir diese Höhlenpassage anschauen. Die haben wir hier nochmal die Falle. Falle sage ich. Flamme. Ich will aber zur Höhlenpassage. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht gibt es da was Gescheites. Danach schauen wir mal, ob wir Zinnerz schon benutzen können. Eigentlich schon. Ich glaube, dann kann man diese Metallbarren oder was auch immer erstellen.
Zack. Ich glaube, wir haben davon schon eins gehabt, oder? Nee, Kupferbarren nicht. Das können wir ja jetzt schon herstellen. Ich glaube, Metallbahn war es gewesen. Müsste etwas. Da oben ist etwas, Leute. Safe. Bam. Jawohl. Ich sag's euch. Nice. Noch ein paar Funken erhalten. Die Passage ist aber hinter uns. Mal zurück. Zack. Und schön außenrum. Uiuiui, ist es weit. Bam, bam, bam. Und ciao. Ich wollte schauen, wie viele Erfahrungspunkte es gibt. Oh, lustiges Kurzschwert. Hallo, wie sieht den richtigen an? 30 Erfahrungspunkte, gar nicht mal so schlecht. Was ich noch nicht gefunden habe, ist Leder. Welche Einheit Leder droppt. Das habe ich noch nicht gefunden. Irgendein Viech wahrscheinlich, aber welches? Leder habe ich aktuell zufällig gefunden, indem ich diese Wukas gekillt habe. Es gibt auch ein Wuka-Lager, da gehen wir auch demnächst hin. Das möchte ich euch einmal zeigen, da kann man so viel Erfahrung sammeln, Alter. So, Höhlenpassage. Oh. Dann wird es endlich mal hell hier. Ich habe aber, glaube ich, eine Fackel irgendwo. Irgendwo habe ich eine Fackel gefunden. Yes, benutzen wir die mal. So, wie kommen wir da hin? Ja, das aktivieren wir auf jeden Fall. Warum Weg dahin geben? Ah, hier. Hier ist ein Weg. Jawoll. Oh, wie ein Horrorfilm. Gebt euch das mal, wie dunkel. Hey, sind wir in der Höhle? Das fühlt sich so seltsam an, aber ja, doch, sind wir. Höhlenpassage. Könnte man notfalls schlafen, aber was bringt es mir? Wir sind eh in einer Höhle. Gut beleuchtet auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden gleich im tödlichen Miasma landen, Leute. Das ist so mein Gefühl gerade. Ist es schon Miasma? Das ist schon Miasma. Das ist Zinnerz. Schauen wir mal. Ja. Ich mal gucken, ob es tödliches Miasma ist. Ja. Schaut. Nee. Schnell weg. Schade. Okay, dann gebe ich es jetzt endlich zu. Unsere Loot-Session ist hier abgeschlossen, Leute. Das, was wir machen können, ist einmal diesen Raumblick zu zerstören. Aber looten, neue Stellen entdecken können wir noch nicht. Wir müssen definitiv unser Flammenaltar erweitern. Und das machen wir in den nächsten Videos. Aber davor gehen wir erstmal hier hin. Das will ich mir noch anschauen. Davor futtern wir ein bisschen. Zack. Bisschen Fleisch. Und ab geht's. Hui!
Wenn ihr die Dinger angreift, bekommt ihr Knochenmehl. Hatte ich, glaube ich, schon im letzten Video schon gesagt gehabt, aber ich zeige es euch nochmal, wenn wir schon dabei sind. Ups. Oh mein Gott, ich bin schon so oft so gestorben, ne? Hier, Knochenmehl. Beziehungsweise fossiler Knochen. Knochenmehl müsst ihr dann herstellen. Braucht ihr dann später auch. Ich werde jetzt erstmal meine Fähigkeitenpunkte sammeln. Was ist das? So ein kleines Stück tödliches Miasma. Ganz viele Gegner. Wir haben hier was. Nördliches Karawanenlager mit einem Text. Expeditionsprotokoll Nummer 1. Neuer Ort kartiert. Nice. Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wird die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte, die Königin Jasmina wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt Balsam auf unseren Seelen. Ich höre Laszlo jeden Tag in seinem Zelt schluchzen. Wir haben Hinweise auf die Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam, wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sollen sie doch zu ihren Erbauern beten. Wir werden schon sehen, wie lange sie überleben. Wir müssen weiter. Leuchtenstein scheint auf Ewigkeit entfernt. Boah, Leuchtenstein ist echt weit entfernt. Normalerweise gibt es hier Truhen. Aber für so eine billige Truhe Dietrich zu verschwenden, naja. Lichtexplosion. Rucksack voll. Leck mich am Arsch. Schauen wir mal. Ich glaube, das können wir löschen. Brauchen wir nicht. Was ist damit? 34 Shirt löschen. Zerlegern. Wolfskralle. Zerlegern. Jägerbogen. Zerlegern. Okay, jetzt haben wir wieder Platz. Sonst nix! Das ist ja lächerlich! So ein starkes Gebiet und nur eine billige Truhe. Nicht mal eine silberne, sondern direkt eine billige. Naja. Ey, Dicky. Immer schön ruhig. Ich muss... Also, es gab ein Lager... Da habe ich tatsächlich so 20, 30 von denen gesehen gehabt. Ich muss es mal nochmal finden. Und dann mache ich ein Tutorial, wie ihr schnell XP farmen könnt. Da gibt es einen Trick. Das möchte ich euch unbedingt zeigen. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund, im schwarzen Kessel lauernd abwartend, sich drehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir erinnern uns. Igor. Oh. Greifenbrustpanzer 59,59. Also wir haben ja, das habe ich jetzt nicht hier, wir haben ja Greifenbrustpanzerung für die Beine schon gefunden gehabt und das Ding ist ja viel stärker. Oh mein Gott, ich glaube, ich markiere das mir mal. Ich mache dann wieder dazu. Ich habe geschrien und die Leere hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig wie ich. Ich hatte keine Wahl und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen, so scharf wie Rasiermesser, meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinem Inneren fest. Wir sind gleich, wir sind deins. Warum ist mein Fleisch hohl? Eine Grube. Ich bin eine leere Grube ausgehungert. Ich bin nichts, die Abwesenheit, die Leere. Die wenigen, die viele... Alle, der Abgrund selbst. Manchmal ist es so verwirrt, Alter. Manchmal sind die Texte echt verwirrend. Und irgendwie nicht abgeschlossen. Manchmal denke ich, da hat eine KI mitgearbeitet. Aber das glaube ich ja nicht. Das fühlt sich so an, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl. Ist ja normal geworden heutzutage. So, was haben wir hier noch? Was ist denn das für ein Material?
Ah, Pflanzenfasern, okay. Hab ich zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Kein Platz mehr. Die dürfen natürlich nicht fehlen, diese ekelhaften Ratten. Noch mehr. Oben scheint etwas Rotes. Aber das ist nur ein Zeichen für den Brunnen, was da oben ist wahrscheinlich. Bin aber gleich trotzdem mal hoch. Ja. Hier ist sonst nichts, obwohl es mehr Geschosse hat. Das finde ich seltsam. Schauen wir mal außen rum. Yes. Oh mein Gott. Wartet da eine ganze Spinnenarmee auf uns. Gibt es trotzdem nichts. Es sei denn... Nee, da hoch komme ich nicht hin. Das ist aber seltsam. Diese billige Truhe noch. Das würde ich gerne mitnehmen. Garn können wir löschen. Alles nehmen, zack. Gut. Haben wir gleich die Ecke abgeschlossen. Da waren wir. Hier ist ein Brunnen. Da oben ist noch etwas. Wasser immer schön mitnehmen, Leute. Nicht vergessen. Und da ich. Okay, hier gibt es doch nichts. Ich dachte, hier ist noch etwas. Gut, ich würde sagen, wir machen Cut, Leute. Wir machen Cut. Wir nehmen schon seit 32 Minuten auf. Ja, ich glaube, in den nächsten Videos werde ich mal anfangen, wieder ganz normal in diese Richtung zu gehen und da alles zu looten, freizuschalten. Und ich muss endlich mal den Burgbeast hier besiegen, weil ich brauche den, glaube ich, damit ich weiterkomme. Ja, wir sind durch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis demnächst. Ciao, ciao.